The voice of God, Gottes Stimme, is directed to us. Ist an uns gerichtet. And the information in the voice, und die Information in Gottes Stimme, is that all is accomplished. Heißt, es ist alles erfüllt. It is finished. Es ist alles vollbracht. What is your desires? Also, wonach verlangst du? What do you want to achieve? Was möchtest du erzielen? What do you want to be? Was möchtest du sein? What do you want to have? Was möchtest du haben? It's not in the future. Die gibt es nicht in der Zukunft. If it is in the future, wäre das so, it means that it is a thought in the past. Dann heißt es, dass dieser Gedanke, der dir diese Information übermittelt, in der Vergangenheit liegt. It is in the presence. Doch Gottes Gedanke ist in der Gegenwart. Amen. Amen. Your I am-ness. Ja, dein Ich Bin. Your consciousness. Dein Bewusstsein. Is the presence of God in you. Das ist die Gegenwart Gottes in dir. It is Christ in you. Es ist Christus in dir. It never changes. Und das ändert sich nie. If you're blessed today, wenn du heute gesegnet bist, tomorrow you're blessed. Morgen bist du genauso gesegnet. Every day you will always be blessed. Du bist jeden Tag gesegnet, ob Sonntag oder Dienstag. This is what God is communicating to us. Aber das ist Gottes Kommunikation an uns. So God says, where am I? Und Gott stellt die Frage, wo bin ich? Where is your consciousness? Wo befindet sich dein Bewusstsein? Where is your thought? Wo ist dein Gedanke? Where is your feeling? Wo ist dein Gefühl? So when you wake up, dementsprechend, wenn du aufstehst, you still have that heavy feeling, und du fühlst dich noch schwer, how do you go against it? Wie kannst du gegen Schwermut ankommen? You don't attack the feelings. Ja, du fängst nicht an, das Gefühl zu binden oder zu lösen. Because the feeling is a result of a thought. Denn nun lernen wir, dass das Gefühl des Schwermuts ist das Resultat von einem Gedanken, den man angenommen hat. So take your attention off the thought that produces that heavy feeling and receive the thought of the good news of Jesus Christ, the gospel of our salvation. And when you received it in your morning, the meditation, it will determine how your day will look like. Amen. So when you know this secret, every day will be new. That's when you will understand when when David says, this is the day that the Lord has made, and I will be glad in it. Every day is different from God's perspective. Amen. Because he refreshes his thought, and when you received it, you are driven by the emotion of that thought. Amen. And every good thing that the thought communicates, it becomes a magnet. That thing begins to magnetize to you. It draws the riches to you. It draws abundance. If it is a thought of friendliness, you begin to draw people, begins to like you without you doing anything. If it is a thought of peace around you, when people are fighting, they find their way to fight somewhere else because they cannot accommodate the magnet around you called the anointing. Und dementsprechend ist es wichtig zu sehen, wir gehen gegen Schwermut an, nicht weil wir den Gedanken des Schwermuts binden oder wir versuchen das irgendwie gewaltig rauszutrennen. Nein. Wir nehmen den Fokus, wir nehmen die Aufmerksamkeit weg von dem Gedanken des Schwermuts und packen das in Gottes Gedanke. Gedanke des Friedens, der Liebe, Gedanke der Einheit, Gedanke der Annahme, der Aufnahme. Was passiert denn mit uns, wenn wir das tun? Nämlich, dann entstehen in uns erstmal Gottes Gedanke, begleitet von Gottes Emotionen. Und dementsprechend, was passiert denn da? Dann leuchten, dann fangen wir an aufzuleuchten. Dann geht es uns gut. Wir sind wohlauf. Warum passiert denn das? Ganz einfach. David hat es ja anders gesagt, nämlich, das ist der Tag, den der Herr geschaffen hat. Und ich entscheide mich, hierin zu freuen. Das heißt, wir freuen uns, und zwar aufgrund dessen, dass Gottes Gedanke und Gottes Emotionen unser Bewusstsein ausmacht, während der Gedanke und die Emotionen des Schwermuts wirklich am Aushungern sind. Und deshalb ist es wichtig für uns zu sehen, dass wenn wir das tun, so wie Gott, unser Tag wird nicht immer derselbe Leier sein. Ja? Immer aufstehen und ach, das wieder und ach, da. Nein, im Gegenteil, man freut sich. Ja, man freut sich, am Leben zu sein. Man freut sich, nämlich Gottes Erweiterung auf Erden zu sein. Und so fängt man an, was auch immer man anpackt, man weiß ganz genau,
das trifft ein. Was auch immer man vorhat an Projekten, man weiß ganz genau, das geschieht. Denn warum? Derjenige, der mich hält, mit dem ich eins bin, dessen Gedanke ist der Antrieb für meinen Tag. Und wenn man diesen Geheimnis lernt, dass bevor der Tag beginnt, sich mit Gottes Gedanken zu vereinigen, in Gottes Gefühlen wirklich zu weiden, was passiert denn da? Dann bestimmt man seinen Tag, und zwar jeden Tag, egal ob es Sonntag ist oder nicht, egal ob man viel arbeiten muss oder nicht. Warum ist es so? Weil Gott selber auf diese Art und Weise funktioniert. Jesus said, give unto us our daily bread. Unser tägliches Brot uns geben, sagt every Jesus. Day. Und zwar jeden Tag. Fresh. Ja, frisch gebacken. Fresh. Frisch. The instruction to the manna was that every time you take the manna that was given to the children of Israel to the other day, it gets stale, it gets sour. So what is God communicating to us? We don't live in the past. We don't live in yesterday. We live in the now. We live in the present moment. That is where the power is. That is where all possibilities are. That is where illimitations are. If you want to conquer this world, begin to learn how to live in the freshness of the day. When you understand that, the anointing of God will always be with you. It will always take you to the destiny of the word that carries you. Was war denn die Anweisung, die durch Mose an die Kinder Israel hinausging, bezüglich Manna? Manna soll und zwar tagtäglich frisch gesammelt werden. Das, was man bis zum nächsten Tag aufbewahrt, was passiert, das vergammelt, trägt Würmer und sonst was. Das ist für uns, und zwar die Art und Weise, wie wir mit Gottes Wort, mit Gottes Gedanken umgehen. Und zwar, wir leben in der Frische von Gottes Gedanken. Wir nehmen Gottes Gedanken auf und das gestaltet unser Tag. Und wir lassen nicht zu, dass was anderes dazukommt. Denn warum? Wenn wir so leben, was passiert? Wir leben und zwar jeden Tag, Tag ein, Tag aus, in seiner Frische. Christians are not called to fight. Christen sind nicht berufen zu kämpfen. Where is your I am? Denn wo befindet sich dein Ich Bin? The question is not where are the things concerning you. Also die Frage dreht sich nicht um, wo sind die Dinge, was dich angeht. It doesn't matter where things are, it only matter where I am. Ja, also es spielt keine Rolle, wo sich die Dinge befinden, sondern es spielt eine Rolle, wo ich bin. Everything that God has given to us. Alles, was Gott uns geschenkt hat, is inside of us. Befinden sich in uns. Jesus is in us. Jesus ist in uns. The I am is in us. Ich bin ist in uns. Is the door to your world? Ist die Tür zu deinem Wert? Is your door to every good thing that God has prepared for you? Ist die Tür zu alles Gute, was Gott für dich und für mich bereitet hat. Amen.